Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider The Prophecy. Und zwar befinden wir uns jetzt im 9. Teil und sind beim Level Aeon. Aeon. Also hört sich eigentlich ziemlich altertümlich an, aber wir sind ja auch irgendwo in römischem Territorium unterwegs. Und ich will mich erstmal hier umsehen. Oh Gott, sieht das sehr verwinkelt aus. Na gut. Da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mit Garantie in, ja, die falsche Richtung laufe. Nun gut, ich kann schon mal ausschließen, dass ich da lang muss, denn da sind ja erstmal Stacheln. Nun gut, viel zu viele Wege am Anfang. Ach so, nun gut. Dieser Weg beschenkt mich erstmal mit einem Medipack, wovon ich jetzt 2 kleine und 5 große habe, die ich beim nächsten Mal sterben eh wieder verliere. Die einen durch dieses Spiel genommen werden. Warum man das eigentlich nicht machen kann. Naja, gut. Sei ja nun auch dahingestellt. Aber ey, der hier ist. Ja, geht's noch? Und dann noch ein Magier? Alles klar. Nun gut, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal die Stacheln beseitigt. Das können wir festhalten. Ach so. Ja, das kannst du dann auch noch. Na, es wird ja immer bunter hier. Na komm. Nicht doch getroffen. Aua. Ist ja unfair. Noch mehr? Na, vielen Dank aber auch. Also, ich muss ja wahrscheinlich irgendwie da hoch, um den mal zu besiegen, oder? Also, irgendwie sowas muss es doch sein. Kann ich den jetzt von da wenigstens irgendwie... Na, super. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und... Ja, ansonsten das... Wie soll denn das jetzt bitte schon gehen? Also, liebe Entwickler, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Ganz ehrlich, das muss man ja mal so hinterfragen. Und... Moment. Du komm mal mit. Komm mal ganz kurz mit. Na gut. Dann eben nicht. Und wie viele Medipacks habe ich jetzt noch? Ja. Von ehemals vielen habe ich jetzt keine. Naja. Fast keine mehr. Besser gesagt, wir können jetzt auf jeden Fall wieder aufs Neue dieses Medipack einsammeln und betätigen hier oben wieder den Schalter irgendwo. Ach so, Moment, hier war das doch schon. So, du fällst erstmal zu zerfällst erstmal zu Staub. Nun gut, wir haben jetzt also hier Mr. Magier. Na, mal gucken, ob das klappt. Also, gucken wir doch mal hier nach oben. Nun gut, also, das könnte sich jetzt noch um Stunden handeln. Komm, Lara, spring nach oben. Spring hinauf. Ach, Lara, das war so nicht geplant, eigentlich. Das weißt du auch. Na, obwohl, nein, kannst du ja nicht wissen. Na gut, also nochmal das Medipack geschnappt und ich habe jetzt eine Idee. Ich springe jetzt einfach mal darüber. Todesmutig. Betätige erstmal hier diesen Schalter, damit die Stacheln nach unten gehen. Und jetzt, wenn wir es wie folgt machen, einfach mal hier rüber. Genau, so. Dann kannst du dich jetzt erstmal mit mir beschäftigen. Na komm, komm. Ja, sehr gut. So sieht's gut aus. Was auch immer du damit gemacht hast, mit deinen komischen Hebungen, also mit deinen Armbewegungen, keine Ahnung. Moment, da unten liegt eine Statue, die könnten wir mal aufgreifen. Weil komischerweise habe ich jetzt diese Göttinnenstatue nicht mehr. Naja, ist schon ein bisschen verrückt, aber... Manuelius, General der östlichen Legion. Na gut, es gibt Spiele, da gibt es eine brennende Legion, hier gibt es eine östliche Legion. Alles klar. Und hier konnte ich mich nach unten fallen lassen. Sehr schön. Nun gut, daher gibt das wenigstens alles Sinn. Sodass ich hier erstmal hinauf kann. Mich hier wieder ranhangeln kann, um dann wieder runter zu klettern.
Und dadurch, dass die Stacheln ja unten sind, darf ich diesen Gang auch passieren. Ach ja, ein Feuermagier mal wieder. Diesmal bin ich dem eigentlich ausgewichen, aber na gut, dann eben nicht. Oh, Moment, jetzt brauche ich auch wirklich mal ein Medipack. Aber eigentlich ist das gar nicht so schwer. Na komm. Ja, hat das jetzt noch getroffen oder nicht? Also ich habe es jetzt gerade nicht beobachtet. Also ich habe auch wirklich nicht darauf geachtet, muss ich auch dazu sagen. Das sieht aus wie so ein Amphitheater. Oder... Na, liebe Tomb Raider-Kenner, woran könnt ihr euch das noch erinnern? So vom Aufbau? Ein bisschen? Auf ganz grobe Art und Weise? Richtig, das Kolosseum aus Tomb Raider. Starring Lara Croft. Nein, featuring Lara Croft. Starring Lara Croft war ja der zweite Teil. Da können wir irgendwann entlang gehen. Das ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik. Zumal das ja erst gleich nachher oder irgendwann passieren wird. Aber nicht jetzt. Moment, da habe ich was gesehen. Aha. Nahm mir auf jeden Fall die Tür. Also geht ja noch woanders lang. Wir haben hier noch einen Hebel. Oh Gott. Könnt ihr euch denken, worauf das hinausläuft? Ja, es läuft darauf hinaus. Na, sehr schön. Nächstes großes Medipack. Moment. Du willst meine Uzis zu spüren bekommen. Also soll dem auch so sein. So, das war's dann auch für euch. Seid ihr ja selber dran schuld, wenn ihr das so macht. Nun gut, also aus diesen Gefängnissen, Kerkern, wie auch immer, können wir erstmal einige Dinge entnehmen, wie zum Beispiel das kleine Medipack von eben, weitere Uzi-Munition, sowie weitere Uzi-Munition. Da drüben scheint sich nicht zu befinden. Also gucken wir mal hierhin, um einen weiteren Schalter betätigen zu dürfen, der die letzte verbleibende Kerkertür öffnet. Wir lassen mal die Waffen gezückt. Es sah zwar nicht so aus, als wäre da etwas drin. Ricardus, General der südlichen Legion. Das wird wieder auf irgendwelche Schalterrätsel hinauslaufen. Und irgendwas, das muss dann nach Norden gehen, das andere nach Süden. Kann ich mir zumindest so vorstellen. Das ist schon wieder so einer. Die trauen sich ja was. Achso, das ist auch so ein Axtwerfer. Natürlich. Und dazu noch Magie. Ja, vielen Dank aber auch. Rumgewusel im Doppelpack. Also jetzt haben es die Ritualisten aber auch auf Lara abgesehen. Was haben wir denn hier oben noch? Kann ich das ausstellen? Moment. Schnell. Maximus, General der nördlichen Legion. Moment. Heißt das etwa, ich brauche noch einen der... Moment. Maximus. Ja, und so weiter. Also irgendeine Himmelsrichtung fehlt mir. Habe ich mir jetzt leider nicht gemerkt, welche. Aber gut, dem sei dann eben so. Pistolen wieder gezückt. Auf... Ach so. Moment. Da erwartet uns ja noch jemand... Na gut, dann sollst du auch deine Abrechnung bekommen. Also ich denke mal doch, das prallt am Schild ab. Also irgendwie. So ein bisschen. Nun gut. Das war es mir jetzt aber mal wert, es ihm so heimzuzahlen. Und der längliche Gang, der verrät mir, dass ich mit dem Schalter wieder etwas öffnen kann. Ich werde mir zuerst mal diesen Krieger hier vornehmen. Ach so, das ist ja noch so ein Axtwerfer. Na sowas, weg, geh weg. Na komm. Ja, traust dich nicht zu werfen? Tja, dein Pech. Also. Was haben wir denn hier drin? Moment, hä? Ist der wieder auferstanden? Ach so, Moment. Ich hab's begriffen. Naja, gut. Dann eben Runde 3 mit ihm. Ja, vielen Dank aber auch. Kleines Medipack, wo bist du? Wir haben ja zum Glück 4 Stück davon. Geh weg. Ach so. Ja, natürlich.
sind ja noch nicht genügend Magier da. Und man muss sie immer per Sprung ausweichen. Na, sehr schön. Freude im Doppelpack. Hat ja... Der hat jetzt nicht ernsthaft brennende Äxte. Das ist doch eine Verarsche. Hilfe, ist das fies. Na komm, das schaffen wir noch irgendwie. Ich sollte mit meiner Uzi-Munition echt nicht so geizig sein. So. Dann nehme ich sie jetzt. Hier hinüber. Dann soll er mal sehen, was er davon hat. Ach so, nein. Moment. Stopp. Erstmal die Stacheln beseitigen. Sonst vergesse ich das wieder. Genau. Hier hinüber. Waffe zücken. So, jetzt kannst du hier was erleben. Okay, das war's dann auch für dich. Hier wissen wir ja, dass wir jetzt eine, genau, der östlichen Legion Statue aufgesammelt haben. Also geht es wieder hier hinauf. Dann sammeln wir hier das nächste Medipack ein. Das ist ja echt nicht mehr feierlich. Doch, hier kann sie runterfallen. Wenn nicht, wäre das jetzt tragisch gewesen. Na komm. Ja, aber würdest du bitte in die andere Richtung gucken? Das ist ja schon gemein, oder? Genau, mitten ins Gesicht. Ja, das hast du davon. Nun gut, also. Wieder die Bewaffnung wechseln. Großes Medipack an uns nehmen. Kleines an uns nehmen. Uzi-Munition an uns nehmen. Da oben die Skelettwache außer Acht lassen. Denn in Acht nehmen müssen wir uns eher vor anderen Feinden gerade. Da haben wir erstmal wieder das Tor geöffnet, wie wir es ja schon kennen. Also wieder hinunter, noch weiter runter. Und dann gucken wir uns diese schöne Gegend hier an. Hat mich das jetzt echt noch getroffen? Das ist doch fies. Ach so. Ja, vielen Dank aber auch, lieber Ritualist. Jetzt habe ich es durchschaut. Also, die können Feuer speien, sobald ein Feuermagier in der Nähe ist. Das ist jetzt die Frage, was hat oberste Priorität? Der Feuermagier oder... Ja, gehen wir davon aus. Ja, gehe davon aus, heißt ein berühmtes Lied. Na gut, so, den können wir auch so platt machen. Der macht ja eigentlich nichts anderes, außer hier irgendein Viech beschwören. Also hier diese Skelette wieder auferstehen lassen und hier diese kleinen, ja, Magiekügelchen schießen. Aber das ist Kollateralschaden. Runter mit dir. Danke. Und noch einmal hinunter. Dann hier die Leiter hinauf. Wäre lustig, könnte sie diese hinauf sprinten. Aber ist schon eine komische Leiter, oder? Na gut, also... Feuerritualist. Gleich mal mit dir abrechnen. Na komm. Ja, das sieht schon mal ein bisschen besser aus, aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Wir nehmen ein kleines Medipack. Und der kann immer noch diese Feueräxte werfen. Das ist doch gemein. Mal wirklich richtig gemein. Nun gut. Also, trotz dieser Gemeinheiten... kämpfe ich mich jetzt wieder weiter nach vorne. Nehme ein kleines Medipack. Und auch wenn der Erste-Hilfe-Kasten steht, ich werde immer Medipack sagen, weil das einfach so drin ist von all den anderen Tomb Raider-Teilen. Naja, ausgenommen Angel of Darkness. Da geht es dann ganz anders zu. Nun gut, also runter mit dir. Hier wieder hinunter. Und jetzt kommt die Uzis dran. So, damit der schnellstmöglich das Zeitliche segnet, weil die Wölfe, die sind eigentlich nicht das Problem. Die kann man dann auch so niederstrecken. Genau so sieht's aus. Gucken erstmal hier oben hinein. Da hatten wir das kleine Medipack. Im nächsten Gang oder im nächsten Zelle erwartet uns erstmal ein Wolf. Ja, aber dabei hat Lara doch kein rotes Käppchen auf. A la Little Red Riding Hood. Es sei denn, sie hat sich zu einem Glauben konvertiert,
sodass sie dann doch gerne freiwillig ein Kopftuch tragen möchte. Und alle, die jetzt denken, ich würde diesen Glauben irgendwie beleidigen, nein, mache ich nicht. Wieso ist die Tür noch nicht offen? Liebe Tür. Ach so. Moment. Natürlich kann die noch nicht offen sein. Ich muss erstmal diesen Hebel betätigen, um den weiteren Hebel zu betätigen, der die richtige Tür öffnet. Ach ja, so war das mit Tomb Raider, genau. Und dann muss ich ja noch diese andere Statue einsammeln. Aber zunächst einmal der General der südlichen Legion und nicht der brennenden Legion. Und jetzt muss ich noch durch dieses Feuer kommen. Wie viel Leben habe ich denn? Naja, nicht wirklich viel. Man sieht es auch. Oh Gott, das ist doch... Wie soll ich denn dem ausweichen? Hallo? Weg! Gehst du weg? Also es ist schon... Die sind schon ziemlich zielsicher. Das muss man mal so anerkennen. Nun gut, jetzt sind diese auch wieder niedergestreckt. Schnell hoch hier. Ja, das wissen wir schon, dass es dieser General der südlichen Legion ist. Dann schnell durch hier. Ja, das war natürlich nicht so clever. Uzis ausrüsten, denn diese Munition werden wir hier wertvollerweise brauchen. Ja, komm her. Und da ist er auch schon niedergestreckt. Nun gut, jetzt kommt ja dieser fiese Raum und ich habe nur noch ein großes Medipack. Na, Prost, Mahlzeit. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ja, das ist wirklich eine berechtigte Frage. Erstmal Waffen wegstecken. Türen öffnen. So. Na dann. Auf ins Abenteuer. Schnell. Man hat auch nicht wirklich viel Spielraum zum Ausweichen. Das muss man dazu sagen. Nun gut, Pistolen. Ihr müsst das auch tun. Ja, genau. Ich sollte mich aber nicht von Äxten treffen lassen. Kommt auf jeden Fall nicht so gut. Hinunter mit dir, Lara. Waffe wegstecken. So. Okay. Dies öffnet eine Tür. Und wenn ich jetzt hier lang gehe, öffnet das diese Tür. Sehr schön. Ich denke mal, das sollte so gehen. Man muss nur irgendwie regelmäßig in Bewegung bleiben. Es geht. Also es ist möglich, zuvor Giordanius, also der Legion der Südlichen und so weiter, nein, keine andere, keine Ahnung, welche Legion das jetzt war, auf jeden Fall eine dieser vier Himmelsrichtungen. Nun gut, wenn wir jetzt aber hier durchschreiten, haben wir das Level immer noch nicht geschafft. Naja, mal gucken. Also, wir haben wieder diesen Skelettkrieger. Einen weiteren Skelettkrieger. Nicht treffen. Bitte nicht treffen. Danke. Vielen Dank. Und weg hier. Immer noch weg. Danke. Bitte. Also, bitte sehr, dass ihr weg seid. Könnt ihr jetzt gerne sagen. Nun gut. Der sollte mir jetzt keine Gefahr mehr darstellen. Oder hat er mich noch eingeengt? Nein, hat er zum Glück nicht. Hier unten rechts ist eine weitere Tür, durch welche wir hindurch können. Ich deute die Kamerafahrt. Ich kann die... ich kann die Statuen hier platzieren. Ja, sehr schön. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, welche Statue wofür zuständig war. Na komm. Oh nein. Das ist doof. Die Geräusche sind komisch. Habe ich mir jetzt ernsthaft nicht gemerkt, wofür und so weiter. Oh Gott. Also. Hier hat sie gesagt... Achso, das kann ich gar nicht mehr wegnehmen. Ah, okay. Moment, so viele Möglichkeiten habe ich ja dann nicht mehr. Ich habe nur noch 6 Stück. Also, die Statue hier unten, die ist falsch. Das können wir schon mal sagen. Weil die geht nicht weg. Alles klar. So, dann probieren wir hier mal die Ruhe. Nee, dann wird das die falsche. Auch die falsche. Dann bleibt ja nur noch diese über.
Und ich wette, ich nehme jetzt wieder die falsche. Ne, Moment. Es darf erst Select erscheinen. Oh, doch nicht. Ist ja mal ganz erstaunlich. Wir haben das Rätsel, denke ich mal, gelöst. Und dürfen nach Nordwesten, wo uns ein weiterer Feuerritualist erwartet. Na, das sind ja tolle Aussichten. Aber wie komme ich da jetzt hin? Das soll die nächste Frage sein, die es hier zu klären gilt. Ne, hier komme ich nicht durch. Ja doch, 10 Minuten kann ich noch aufnehmen. Damit ungefähr die halbe Stunde gefüllt ist. Und ich werde hier erstmal wieder nach oben schlendern. Ach ja, Moment, nein. Da war die Skelettwache. Also, was machen wir? Wir umgehen diese Skelettwache, die uns hier bewirft, wie ich wieder bemerke. Und ich habe nur noch einen kleinen Erste-Hilfe-Kasten. Sehr schön. Ja, und du auch noch. Und ich bin echt am Eimer. Das kann nicht gut gehen. Ach, Herr Jemini. Und vor allem jetzt erwartet uns dieser Feuerritualist. Und das war's. Nein, das war's noch nicht. Es war's. Herrje, wie soll ich das in der Zeit jetzt noch schaffen, da ordentlich hinzukommen? Oh, merkt, diese Level haben wirklich ganz schön Anspruch dazu gewonnen. Also ohne Safe States ist das wirklich ein sehr schweres Spiel. Das muss man echt mal dazu sagen. Nun gut, mit dem werden wir uns nicht lange aufhalten. Schnell. Okay, jetzt Kamerafahr wieder hoch. Genau, dann werden wir uns jetzt nämlich erstmal um diesen Ritualisten kümmern. Lara, mach keinen Mist. Zück die Waffen. Danke. Das war jetzt überflüssig. Na komm. Ich sollte ihn natürlich nicht direkt ins Gesicht springen, aber so haben wir die Situation neutralisiert. Der östlichen Legion. Das merke ich mir eh nicht. Das weiß ich jetzt schon. Nun gut, gleich kommt wieder unser Lieblingsritualist. Also hier hinauf. Medipack eingesammelt. Uzis ausrüsten. Fallen, also hier nach unten fallen lassen. Uzis zücken, um unseren Freund, den Feuerritualisten, jetzt zu besiegen. Ich sei dem eigentlich ausgewichen, aber na gut. Kleines Medipack. Am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Oder auch nicht. Nun gut, das wurde jetzt einfach mal beseitigt, das Ungetüm. Naja, Ungetüm, wie soll man es auch sonst nennen? Nenne, ja. Ein Wort, worauf unsere Lehrerin immer viel Wert gelegt hat, denn wenn da stand Nenne, hat sie sogar irgendwann fett geschrieben, dann sollte man echt nur Stichpunkte aufschreiben. Nun gut, hat ja irgendwo auch seinen Sinn, dass man sich mit den Begrifflichkeiten immer besser auseinandersetzt. Aber abgesehen davon haben wir hier noch diese Tür, die sich jetzt Gott sei Dank geöffnet hat. Und wir müssen jetzt den nächsten Feuerritualisten besiegen. Die ziehen aber auch verdammt viel Leben ab. Also man kann denen noch ganz gut ausweichen, aber den Wölfen, hallo? Wölfe, geht's noch? Ach, da oben war noch einer. Na komm. Ja? Sehr schön. Wir lassen die Uzis mal, ja, als Ausrüstungsgegenstand. Hab sie nur mal eingesteckt, dass ich hier wieder die Gegenstände aufsammeln kann. Nun gut. Ihr kennt die Gegend mittlerweile ganz gut. Ihr seht sie ja jetzt schon zum x-ten Male. X sei dafür verwendet, jetzt irgendeine Zahl, eine x-beliebige Zahl einzusetzen. Also öffnen wir auch wieder diesen Kerker und sprinten weiter voran. Hier drinnen war niemand. Sehr schön. Aber da oben kam noch ein Wolf, wenn ich mich jetzt nicht irre. Nicht? Ach so, nein. Das war nur der südlichen Legion. Ich merke mir das eh nicht. Aber na gut, sei es drum. 2 und 3 Medipacks. Da muss ich jetzt achtsam mit umgehen. Aber wie soll das klappen? Nein, den will ich. Oh Gott. Segne nur schnell das Zeitliche. Danke. Und triff mich nicht. Danke.
Also hier muss man wirklich alle Uzi-Munition verbraten, die man so zur Verfügung hat. Denn man sieht ja, was dann dabei rauskommt. Na komm jetzt. Sehr schön. War hier vorne noch was? Nein, war. Hier war nichts. Und wie man das hier handhabt, sei am besten so erklärt, dass man hier wieder die rechte Tür öffnet, wir uns dem Feuerritualisten stellen. Ja, und das war mal ganz lässig stehen geblieben. Den da oben ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt, sammeln das Medipack auf und müssen uns um den Ritualisten da unten. Da unten, genau. Da unten kümmern. Komm her. Achso, nein. Das war die Skelett. Der Skelettkrieger. Weg. Die ziehen aber auch mit ihrer Magie wirklich viel ab. Das muss man ja mal neidlos anerkennen. Öffnen die weitere Tür. Und wie lange nehme ich denn schon auf? 25 Minuten. So zeigt es mir zumindest das Programm an. Hier haben wir noch die andere Figur der westlichen Legion. Also wieder in diesen Rätselraum. Nee, Moment. Doch. Oder noch nicht ganz. Na komm. Lass dich endlich bezwingen. Puh. Ich habe da jetzt echt schon wieder vergessen, wo was hingehört. Ja, ja, das wissen wir schon, dass es dieses Rätsel gibt. Am Kopfkratz. So. Ja, du kannst dich hier platzieren. Sehr schön. Genau. Dann war der Rote. Nein, der gehört dann hierhin. So sieht's aus. Und ich habe mir trotzdem nicht gemerkt, wo der hingehört. Nein. Ich habe eine Statue. Ach. Natürlich habe ich eine Statue übersehen. Und ich kann euch auch sagen, wo. Ach herrje, nochmal zurück. Und wir ignorieren diesen Skelettsoldaten auf der linken Seite, indem wir einfach hier nach oben gehen, also auf der rechten Seite nach oben gehen. Schnell springen, damit er gar nicht auf die... Was? Was ist der denn schon wieder da? Hallo? Kann man die überhaupt noch ganz erledigen? In ganzer Gänze oder so? Na gut, also mal wieder diese Statue einsammeln. Na komm. Ja, aber du hättest ja wenigstens mal sagen können, was sie macht. Na gut, egal. Also nachdem ja dieser Skelettsoldat da oben auch wieder lebt, müssen wir beide irgendwie umgehen. Guck mal ran. Okay. Das ist sehr gewagt. Aber es ist irgendwie geglückt, so ein bisschen. Ein bisschen weniger als die Hälfte des Lebens. Das geht noch. Das ist noch vertretbar. Und wir rennen jetzt wieder in diesen schönen Rätselraum. Und setzen hier jetzt einfach mal eine der beiden ein. Achso, nein. Diese natürlich. Und jetzt die nächste Figur hier eingesetzt. Ach nein, das ist ja eine Statue. Achso, und jetzt kann ich noch die Tür öffnen. Ja, und da erwartet uns dieser Feuermagier. Wie viele Medipacks? Ich habe auf jeden Fall schon mal mehr Medipacks als vorhin. Sollte ich als Vorteil hoffentlich haben oder nutzen können. Achso, die eine Skelettwache ist da. Die andere, keine Ahnung wo. Ich hoffe bloß, ich habe das jetzt so einigermaßen geschickt umgangen. Sehr schön. Ja, damit lässt sich arbeiten. Uzis gezückt. Und irgendwo kam hier wieder mein lieber Feuermagier. Ach, da ist er ja schon. Er hat mich ja schon erwartet. Na komm. Segne einfach das Zeitliche. Und was erwartet uns hier? Hier ist ein kleines Medipack. Wir sollten das kleine Medipack mal sicherheitshalber nutzen. Um zu sehen, dass wir hier einen weiteren Hebel haben. Der die hintere Tür öffnet. Alles klar. Dann geht es wieder nach unten. Nun gut. Wir halten die Waffen gezückt. Okay, bisher ist nichts passiert. Die vordere Tür oder Tor, wie auch immer, wurde geöffnet, sodass wir jetzt endlich hier hindurchschreiten können. Yeah, wir haben Fortschritt zu verzeichnen.
Ah, die Level, die sind ja auch schon brutal lang. Also für diese Verhältnisse. So, und nur? Ich traue dem Ganzen nicht. Yeah, wir haben das nächste Level erreicht. Time. Das ist doch schon mal sehr schön und ich sehe, die 30 Minuten sind prall gefüllt mit Wiederholungen. Na gut. Ich hoffe auch, dass euch dieser Part von Let's Play Tomb Raider The Prophecy gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr ihn ja mit einem kleinen Däumchen nach oben unterstützen und ihn kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider The Prophecy. Also bis dahin, euer The Friend Scene.